Freunde, willkommen auf einen weiteren Tag in Miami, Florida, Detroit, West. Nein. Freunde, willkommen auf ein weiteres in Miami mit dem einzig wahren Lukas. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Randy. Wir befinden uns in Miami und wir werden heute den wahrscheinlich gehyptesten Burger probieren, Shake Shack. Was kannst du sagen über Shake Shack? Das ist einer meiner Lieblingsburger auf der gesamten Welt. Klein, kompakt, stylisch, der perfekte Snackburger. Alles ist gut abgestimmt, das Fleisch ist super gesmashed, knusprig, perfekter Käse, der Bun ist schön weich und kartoffelig. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, der Burger ist von Anfang bis Ende durchdacht. Da sitzt alles. Alles, was Lukas gerade genannt hat, sitzt einfach. Ja. Es ist natürlich eine Fastfood-Kette, die bekannt ist für, sagen wir mal, Gourmet-Burger und für ihr Eis. Oder? Die machen auch sehr gutes Eis. Zumindest sind sie dafür bekannt. Nein? Shakes vielleicht? Shakes. Ist Shake, Shake ein Eis? Shake. Ach, stimmt, macht Sinn. Viel Spaß in diesem Video. Und mein Ziel ist es heute, mit euch zusammen als allererstes Mal in so ein typisch amerikanisches Taxi einzusteigen. Damit zu Shake Shack. Sprachen lernen. Und damit zu Shake Shack zu fahren. An jeder Ampel, an der ihr steht, drückt diesen Knopf. Sonst wird es niemals weiß werden oder besser gesagt grün werden. Weil was nice ist, dass immer eine Zeit abläuft. Also es kommt diese weiße Hand und dann. Dann weißt du, wie lange du noch Zeit hast, um rüber zu gehen, sozusagen, ja. Taxis gerufen. Ich konnte jetzt das Taxi so bestellen, dass ich gesagt habe: Giuliano, Ecke, Miracle. Jetzt warten wir einfach kurz, weil durch diese Gegend, in der wir gerade sind, fahren einfach nicht allzu viele Taxis. Deswegen haben wir leider keins zufällig auf der Straße gesehen. Und dann geht's auch los, Shake Shack Burger essen gehen. Shake Shack gibt's zwar mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen Städten, von Istanbul bis gefühlt komplette USA. So viel wir jetzt halt wissen, ist sogar Shake Shack kein Franchise-Unternehmen. Das heißt, du kannst nicht dir so gesagt die Rechte kaufen und einfach einen Shake Shack aufmachen, sondern der eigentliche Chef ist der eigentliche Chef von allen Stores, die es auf der ganzen Welt gibt. Ja, Freunde, wir haben es verkackt. Es ist doch kein Taxi, aber vielleicht kriegen wir es nach Shake Shack hin auf dem Heimweg ein Taxi zu nehmen. Ist jetzt blöd gelaufen. It is what it is. Have you heard of Shake Shack, of course, right? Yeah, of course, bro. How do you like it? Yeah, it's good. With a good meal. Wow. Wait. Do you know which area are we right here? Coral Gables. Again? Coral Gables. Das habe ich noch nie gehört, du. How much is it? 30. 30? We failed the mission, the English Lutz. Eine Stunde gewartet, kein gelbes Taxi, $30, abgezackt. Ehrlich, in meinem ganzen Leben, das kann ich jetzt wirklich sagen, habe ich mich noch nie auf einen Burger so gefreut wie auf den jetzt. Die Erwartungen sind hoch, aber auch nicht zu hoch. Wir waren in Rio. Rio Burger, ja, war halt einfach komplette Übernahme. Und jetzt schauen wir einfach, was Shake Shack so kann. Thanks, buddy. Yeah, man. Have fun, guys. Thanks, bro. If anything, you call me. Okay. Thank 30, you. Right? Yeah, thank you. Have a nice one. Have a good one. Freunde, wir sind da. Shake Shack Burger in Miami. Richtig simpel, gell? Die haben nicht mal diese beleuchteten Tafeln oder so. Simpel trifft es eigentlich ziemlich gut. Alles hier ist simpel. Die Karte ist simpel, der Burger ist simpel, der Ablauf ist simpel. Und ich finde auch, wenn du reinguckst, es macht schon was her, auch diese Küche. Es hat alles einen sehr sauberen Eindruck. Ja, ja. Und ich finde, es hat auch alles ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Ich habe so das Gefühl, die Mitarbeiter sind auf jeden Fall gechillt. So. Gechillter, es ist angenehmer für die, wie jetzt bei einem McDonald's oder bei einem Burger King, wo das alles ein bisschen mehr nach Fabrikarbeit aussieht. Ja, 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 ja. Es gibt immer noch keine Shake Shack Franchises. Mhm. Das kann sich noch ändern und wird sich auch, glaube ich, noch ändern. Aber im Moment ist Shake Shack immer noch so, wie sagt man, organisch gewachsen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, was auch sehr authentisch dann ist, obwohl es Fast Food ist, obwohl es sehr viele Stores gibt. Und so könnte auch dieser Effekt kommen,
dass es eigentlich überall auf der Welt immer gleich schmeckt. Weil das ist eigentlich, was ja der Main-Fokus ist, oder? Es ist ein Burger auf einem sehr krassen Level, der schon, den könntest du so in einem Restaurant bekommen, in einem ganz normalen Restaurant, aber er ist einfach wirklich, er ist eine Kette so. Ja, er ist ja, auf der ganzen Welt, in Asien sehr krass vertreten, natürlich in den Staaten, in Dubai, überall auf der ganzen Welt, aber er schmeckt einfach überall gleich. Dann, Freunde, auf der Karte, man sieht 5 verschiedene Burger. Zumindest wenn wir jetzt über die Beef Burger reden, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ja, nehmen wir das, was wir gesagt haben, oder? Alright. Can we get one cheeseburger, one double cheeseburger, fries, the kiwi lemonade and the wake shake, wake and shake. Excuse me, das ist ein Thank you. Thank you. Achso, man kriegt einen orangenen Zettel für Feedback mit einem QR-Code drauf. Es gibt einen legendären Drink hier bei Shake Shack, der ist 50-50, das ist halb Limonade, halb Eistee. Ja. Den ich sehr mag, aber die haben auch so, wie sie es nennen, limited time drinks. Das ist so seasonal-mäßig, oder? Genau. Und letztes Mal in New York hatten die einen Drink, der hieß Ciderade. Der war schon extrem lecker, deswegen glaube ich, dass dieser Kiwi Apple Lemonade, die wir gerade bestellt haben, dass sie auch richtig lecker sein wird. Und man kriegt so einen, wie heißt das hier? Buzzer. Ein Buzzer. Ein Lukas. Einmal. Eieieiei, what's going on, mate? Wir gehen jetzt mal raus und werden uns Burger reinziehen. Thank you, mate. London, das. Hier ist einfach die Musik lauter als inside, ne? Mayo? Oder Ketchup? Ah, yes, a mayo, maybe. And do you have spicy sauce? We don't have spicy sauce, we do have hot sauce though. Yeah, hot sauce. Okay. Thank you. Der erste Eindruck, was soll ich sagen? Der Burger sieht besser aus wie in der Werbung. Die Pommes sehen auch aus, als wäre jeder einzelne perfekt geschnitzt worden. That's cool. Es sitzt alles, also es ist wirklich Simplicity at its finest, oder? Der wahrscheinlich berühmteste Smashburger der Welt. Ausschlaggebend daran beteiligt, dass der Smashburger insgesamt wieder so an Berühmtheit gewonnen hat. Okay. Zeig mal, was da drin ist. Muss erst einen Schluck auf jeden Fall. Drinking from the lemonade. Kiwi. Struggle. Eieiei, die sieht schon so lecker aus. Die sieht schon so durstlöschend aus. Ja. Sauer, süß, erfrischend. Ich dachte, sie ist ein bisschen süßer, aber Bombenerfrischungsgetränk. Boah, aber die ist schon wild. Ein wunderschöner Burger, wie ich finde. Genau die richtige Größe. Schön kompakt. Und es ist auch nicht, dass da eine Zutat so übertrieben raushängt irgendwo oder zu viel drauf ist. Du wirst beim ersten Biss einfach schon alles haben. Von denen kannst du dir 2 bis 3 reinpfeifen, bist einfach glücklich. Und wenn du nur einen bist, kannst du den auch easy mal irgendwo so auf dem Weg mitnehmen. Essen, ohne dass du direkt ins Koma fällst. Gemacht aus einer Martin Potato Roll, was auch ein sehr, mittlerweile sehr berühmter Burger Bun ist, mit American Cheese, der hier schön alles zusammenklebt und dann einfach diese Kruste hier perfekt gesmashed. Und nochmal kurz für euch, damit ihr auch jetzt nicht denkt, hey, wir kommen nur hierher und essen den ganz normalen Classic Cheeseburger, den wirklich authentischen Shake Shack Burger, werden wir auch noch gleich holen gehen. Aber wenn ich mit euch Burger essen gehe, möchte ich auf jeden Fall erstmal auf die Basis des Cheeseburgers kommen, zeigen, wie ist das Fleisch, wie ist der Käse, wie ist das Bun. Und natürlich haben wir dann auch noch Platz für einen dritten Burger. Willkommen in Miami, oder? Ohne Soße, ohne Ketchup, ohne Zwiebeln, aber der schmeckt einfach geil. Auch das perfekte Verhältnis aus Fleisch zu Brot, finde ich. Und Käse, probier den mal, direkt so. Der erste Biss auf Cam, ich bei Shake Shack Burger. Guten Appetit. Boah, wow. Ich muss schon sagen, also Fastfood-mäßig ist der unschlagbar wahrscheinlich. Ja. Das Fleisch hat hier sogar deutlich, deutlich mehr Geschmack wie bei McDonald's oder Burger King, wo ich je in der Welt gegessen habe oder irgendeine Fastfood-Kette. Ich glaube sogar persönlich, dass den Single Cheeseburger zu bestellen ist, die schlauere Variante ist wie den Double Cheeseburger, vom Gefühl her. Weil das Brot schon sehr, sehr geil harmoniert mit dem Cheese. Boah, wow. Kann nicht viel dazu sagen, außer, dass es wahrscheinlich Fastfood gesehen für mich der schönste Biss ist in einen Cheeseburger. Schaut mal, wie komisch wir abgebissen haben. So ein Tee gemacht. Aber hier fällt nichts raus. Alles bleibt drin.
Wow. How do you like the fries? I like the fries, innit? Crunchy, a little bit too less of salt, but... Oh, man, you're just ruining it. Look at my lips, you're ruining it. Nur zu wenig Salz, in meinen Augen. Aber sonst ist die perfekte Pommes. Mm. Double Cheeseburger? Eieiei, ich glaube, ich täusche mich. Wenn jetzt hier auch noch Käse zwischen dem Fleisch. Oh mein Gott. Das wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr schöner Biss. Schaut euch diese crunchy Fleisch an. Es ist wirklich so keksig schon. Ich finde die nicht zu keksig. Die haben diese Kruste, aber in der Mitte hast du noch so ein bisschen schön dickes Fleisch. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, wie kriegst du es hin, dass die immer, weil die werden jetzt wahrscheinlich immer so crunchy sein und so lange und perfekt Zeit und Hitze. Wir haben einen Smasher, der ist so gebaut und hat unten dran so zwei Absätze. Also wenn die runterpressen, hat jeder Burger die gleiche Distanz zur Grillplatte. Guten Appetit. Ich muss auch hier wieder sagen, Bro, ist auch ein perfekter Biss. Hier merkt man auf jeden Fall, dass das Brot ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Keine Zwiebeln, nichts, da ist nur Käse, Fleisch, Brot. Und der ist trotzdem juicy, kann nach dreimal kauen, so gesagt, runterschlucken. Freue mich auf jeden Fall schon auf den Shack Burger, muss ich ehrlich sagen. Und point. Ich muss sagen, ich würde den Single bevorzugen. Ich glaube, beim Shack Burger, den wir jetzt gleich holen werden, ist der Double vielleicht ein bisschen besser, weil noch noch Tomaten und Salat drauf ist, was das Fleisch so wieder ein bisschen runterholt. Und bei dem einfachen oder bei dem normalen Cheeseburger würde ich, glaube ich, den Single bevorzugen. Aber der ist schon auch richtig krass. Also wenn du auf Fleisch stehst und du hast so einen fleischigen Biss, ist das der Way to go. Und ansonsten finde ich, da ist das Verhältnis aus Fleisch und Brot für mich jetzt persönlich noch ein bisschen besser. Ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich den Cheeseburger liebe bei McDonald's, okay, finde ich den 5-mal besser. Locker. 10-mal besser. Das Restaurant ist ja nicht umsonst Shake Shack. Because of them shakes in it. You're just ruining it. Das ist so ein Kaffee Vanille Ice Shake. So schön Eiscreme oben drauf, Sahne und noch Orangenzeste. Orangenzeste? Zeste nennt man das. Ich hab's echt nicht gewusst. Es ist Orangenzeste. Also das heißt die abgeriebene Schale. Wie wenn du mit so einem leichten... Ich glaube, ja. Okay. Ich weiß es nicht, Bro. Aber damit ich es erkläre für die Leute, die es auch nicht wissen. Auf jeden Fall ist das Orangen... Schale, Orangen, Zeste. Das ist wahrscheinlich mit einer der cremigsten Shakes, die ich je hatte. Orangen, Zeste. Wenn man solche Shakes macht, darf man sich auch Shake Shack nennen. Und Freunde, jetzt holen wir den Double Shack, Shack, wie auch immer er heißt, den wirklich authentischsten Burger, den Shake Shack verkauft. Wow, auch wieder Zauberei, Alter. Tomaten, Salat, eine Soße, ich denke mal auch Zwiebeln. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Fleisch, keine Zwiebeln, gell? Hol ihn raus. Du sagst, das ist der beste Burger hier, oder? Würdest du sagen, von Shake Shack ist das der beste? Ja, jetzt, da ich diesen Cheeseburger zum ersten Mal gegessen habe. Hier ist auch nochmal eine Sauce drin. Auch hinten, das Bun ist nie komplett durchgeschnitten. Genau. Sorgt vielleicht auch dafür, dass halt nicht alles so rausfällt und so. Guten Appetit auf mein letztes. So viel Juice, perfekte Menge an Tomaten. Ist einfach, ich glaube, es ist der perfekte Burger so. Fleisch ist on point, Brot ist on point, Salat, Tomaten, also ja, vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte, ist persönlich, weil ich das mag, ist ein Ring und eine rohe Zwiebel rein. Fertig. Ich denke, was auch noch erwähnt werden muss, ist Shake Shack hat ursprünglich mit Hot Dogs gestartet. Im Madison Square Park in New York. Genau. Das ist aber schon hin und wieder auch dann in der Hinsicht peinlich für Leute, die schon ewig Burger machen, dass die so krass sind, oder? Ja, Mann. Das Erste, was durchdrückt, ist auch wieder das Fleisch. Es hat diesen Rio-Effekt. Ja. Das Fleisch hat einfach Kraft. Und das ist so wichtig. Ein Erlebnis. Ja, das ist wirklich ein Abenteuer gewesen gerade. Das essen zu dürfen so. Auch der Deckel und der Boden ergeben einfach so viel Sinn. Der Boden ist so vollgesaugt mit Butter und Fett. Und der Deckel ist einfach soft. Und ja, schützt das Ganze da drin einfach. Es ist wirklich, es ist
einer der leckersten Bisse, die ich in meinem Leben gemacht habe, wenn es um Fast Food geht. Kui! Die England Lutz Adonine! Are you mad? Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was ich hier auf jeden Fall sagen kann, ist, es war mit Abstand bis jetzt die krasseste Burger-Erfahrung, was Fastfood angeht. Für meine Seite, danke an Lukas G, dass du am Start warst. Bist du raus. Und natürlich seinen Kanal abchecken und abonnieren. Und natürlich das Gleiche bei mir. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Peace. We mad. Freunde, leider hatte ich keine coole Outro-Szene mehr. Dafür nutze ich das jetzt für eigene Werbung. Einmal unten in die Infobox gehen, auf den Twitch-Link klicken, mich dort abonnieren. Wenn ich die ersten 100 Abonnenten habe, dann sehen wir uns bald auf Twitch live und werden zusammen, gemeinsam sehr viele Sachen unternehmen. Kuss geht raus.